Yo, was geht ab Leute, Team Bubbled hier, heute mit einem Review zu den neuen Cosmo-Karten, Cosmo-Support aus Dimension of Chaos, dem nächsten Booster-Set, das am Ende des Monats, beziehungsweise Anfang November rauskommen wird, also Ende des Monats ist Sneak. Wir werden da sein, Funtainment München, wahrscheinlich. Mal schauen, ob alle frei bekommen, ansonsten werden wir wahrscheinlich da sein. Und heute halt das Review, die haben 5 neue Karten bekommen, 4 Monster, 2 Normal Summon Monster, 2 größere Schiffe und eine Ausrüstungszauberkarte. Sehen auf den ersten Blick ziemlich gut aus. Wird auch schon ziemlich krass gehypt im Internet und sowas. Und bevor wir uns die anschauen werden, schauen wir nochmal ganz kurz über die Cosmo-Karten, die es bisher gibt. Da gibt es halt, also die haben bisher auch 5. Als erstes haben wir da Cosmo Farm Girl, wichtigste Karte im Deck, Searcher und geht gerade richtig krass ab mit dem Preis. Ist, glaube ich, die teuerste Ultra Rare überhaupt. Und dann haben wir Cosmo Goodrich, 4 Sterne. Super Rare, momentan dreimal gespielt, aber eigentlich nicht so stark. Und momentan wird die halt gespielt, weil es keine andere Alternative gibt. Es gibt nur 2 Normal Summons. Also nur 2 Monster, die man Normal sammeln kann. Und das ist auch ein großes Problem von den Cosmos bisher. Dass es einfach noch nicht genug Monster gibt und einfach noch zu inkonstant ist. Dann haben wir Slip Rider, Level 5, der eine Zauber oder Falle schießen kann und wenn er stirbt, dann nochmal ein 4er oder niedriger Special kann aus dem Deck. Und dann haben wir halt den 7er, der nicht getargetet werden kann, dir Lebenspunkte gibt und falls er stirbt, kannst du ein Level 6er oder niedriger Special. Und als letztes haben wir noch die Feldzauberkarte Cosmo Town. Die ist halt ziemlich gut und auch einer der Hauptgründe, wieso das Deck jetzt halbwegs überhaupt spielbar ist, obwohl es halt sehr viele Karten braucht und diese Karten, die das Deck noch braucht, sind möglicherweise jetzt die 5, die rauskommen. Es kommen 4 Monster und eine Ausrüstungszauberkarte. 2 von den Monstern kann man normeln und 2 sind wieder größere Schiffe. Und was Neues ist, dass auch einige von den Cosmo-Monstern Finsternis sind und bei Licht und Finsternis fällt einem als allererstes immer BLS ein. Ob der jetzt so viel Sinn macht in dem Deck, weiß ich noch nicht, aber wir werden es in der Zukunft sehen. Zu den Karten, da haben wir als erstes Cosmo Strawman. Der ist Level 2 Psychic und 500 ATK, 1008 Death. Der hat natürlich den Standard Cosmo Effekt von den kleineren. Während deiner oder der gegnerischen Runde kannst du ihn banishen und ein Cosmo Monster mit einem höheren Level von deiner Hand specialen. Dann hat er noch seinen eigenen Effekt, den kannst du nur in deiner Runde aktivieren und das auch nur einmal pro Runde. Da kannst du 500 Lebenspunkte zahlen, dann einen deiner gebannischten Cosmo-Monster wählen, zielen und den Special Summon ohne Effekt und der wird dann in der Endphase zerstört. Sprich, man könnte eins der größeren Schiffe specialen, die in der Endphase zerstören lassen und dann durch ihren Effekt im Friedhof einfach wieder neue Cosmo-Monster aus dem Deck specialen. Und davor könnte man natürlich mit dem Monster angreifen, exceeden, synchronisieren, was man will. Er ist auch Psychic Level 2, sprich er ist mit Teleport suchbar und dann kann man jederzeit einen gebannischten specialen und dann, wie gesagt, nochmal, wenn der stirbt, dann was aus dem Deck specialen, also das gibt dem Deck auf jeden Fall krasse Konstanz, was dem Deck halt davor gefehlt hat und ich würde ihm ein Rating von 7 von 10 Sternen geben. Er ist auf jeden Fall ziemlich gut und hilft auch dem Deck mit der Stabilität, aber man will ihn auch nicht unbedingt ziehen und Early Game ist er auch nicht so gut. Man braucht erst einen gebannischten Cosmo, um seinen Effekt halt voll auszunutzen. Und deswegen denke ich mal, kann es trotzdem noch öfter tote Hände geben, vor allem mit ihm auf der Starthand und dann noch kein Cosmo Monster gebannischt. Deswegen 7 von 10 Sternen. Dann haben wir als nächstes Cosmol Wicked Witch. Die ist jetzt Finsternis und hat Cosmol im Namen. Wahrscheinlich, weil sie eine Anlehnung an Darth Maul ist. Ich denke nicht, dass jetzt alle Finsternis-Cosmo-Monster von den kleineren jetzt irgendwie Cosmol heißen werden, sondern ich glaube nur die. Was aber keine Rolle spielt, weil immer noch Cosmo im Namen ist, also die Effekte gehen trotzdem alle noch. Und die hat jetzt 1-9 ATK, was ziemlich stark ist. Damit kommt man über vieles drüber und ich denke mal, viele unterschätzen diese 1-9 ATK. Zum Beispiel Satella kommt nicht über 1-9 drüber, außer es exceedet. Stärkstes Monster ist Unukai mit 1,8. Also diese 1,9 könnten schon eine Rolle spielen. Und zum Effekt, wie immer diesen typischen Cosmo-Effekt,
Banish und dann Special 1, der höher ist. Und ihr eigener Effekt ist, einmal pro Runde, während deiner oder der gegnerischen kannst du 1000 Lebenspunkte zahlen und diese Karte kann nicht durch Kampf- oder Karteneffekt zerstört werden. Ziemlich starker Effekt, finde ich. Also bisher war es ja so, dass als man den Forerunner hatte und der Gegner den zerstört hat, dann hat man den Slip Rider gespecialt, dann hat der Gegner den zerstört und dann hat man meistens den Vierer gespecialt und den geopfert, also sterben lassen, weil der einfach nichts konnte. Und so kann man jetzt einfach gleich Wicked Witch holen und sich schützen lassen, nicht OTK'd werden. Und man hat dann halt auch noch ein Monster in seiner eigenen Runde, mit dem man dann was machen kann, wie zum Beispiel Banishen oder Angreifen und sowas. Also ich würde der Karte 8 von 10 Sternen geben. Ich denke, dass viele die Karte unterschätzen werden, aber sie ist einfach super solide und solide Karten braucht ein Deck einfach. Und ich denke, das ist auf jeden Fall sehr gut für Cosmo. Deswegen von mir 8 von 10 Sternen. Dann haben wir als nächstes Cosmo Dogfighter. Level 6. Finsternis, Maschine, 2000 ATK, 2400 Def. Hat einen eigentlich ganz guten Effekt, aber viele waren von der Karte sogar enttäuscht im Vergleich zu den ganzen anderen Cosmo-Karten. Aber schauen wir mal, was er kann. Und zwar während der Standby-Phase. Da steht nur Standby-Phase, also auch deiner und der gegnerischen. Kannst du einen Token Special Summon, der halt dieselben Werte hat wie Cosmo Dogfighter. Und wenn der zerstört wird, kannst du einen Level 5er oder niedriger Cosmo Monster aus deinem Deck specialen. Sprich, wenn du ihn irgendwie specialst, also der Gegner zerstört zum Beispiel einen größeren durch Kampf oder irgendwas und dann holst du den, dann bist du dran, Standby-Phase, ein Token, dann machst du irgendwas, beendest, dann kommt noch ein Token, also theoretisch holt er meistens zwei Tokens. Problem ist halt, was macht man mit den Tokens? Es sind eigentlich nur 2000 ATK Beatsticks ohne Effekt, also so wie ich es von den meisten Cosmo-Spielern gehört habe, werden die wahrscheinlich nur einspielen, einfach nur vom Namen her, damit man zum Beispiel von 8 auf 7 gehen kann, dann auf 6, dann auf 5 und sowas, also nur deswegen. Und man, falls man ihn zieht, kann man ihn halt immer reinmischen oder sowas. Ansonsten eher nicht, deswegen mein Rating ist 5 von 10. Komplett in der Mitte, Durchschnitt. Kann man spielen, muss man nicht, deswegen 5 von 10. Dann haben wir als nächstes Cosmo Dark Destroyer. Wie sein Name schon sagt, Dark, Maschine, Level 8, 3000 ATK, 1,8 Def. Und der wurde auf jeden Fall krass gehypt, also viele meinten direkt dreimal rein. Und zwar, wenn er genommelt oder gespecialt wird, kannst du ein Monster auf dem Feld wählen und es zerstören. Theoretisch auch ihn selber. Und dann was aus dem Deck specialen. Und der kann auch nicht getargetet werden durch gegnerische Effekte. Und falls er zerstört wird, kannst du einen Level 7er oder niedriger aus dem Deck holen. Was halt krass ist, dann hast du halt diesen 3000er Beatstick, der nicht getargetet werden kann. Und wenn der stirbt, irgendwie durch ein Wunder vom Gegner, kannst du den Level 7er, der nicht getargetet werden kann, von deinem Deck specialen. Und wenn der stirbt, wieder was. Also ziemlich krass. Also bisher war es ja nicht so schlimm, weil der 7er war nicht schlecht. Der war ziemlich stark. Aber dann der 5er war nicht so krass. Also die Differenz in Stärke von den zwei war ziemlich groß. Aber jetzt die Differenz vom 8er und 7er ist ziemlich ähnlich. Und das sind einfach zwei krasse Monster. Also von mir kriegt er 9 von 10 Sternen, hat er sich verdient, ist echt das Bossmonster im Deck und wird auf jeden Fall 2 bis 3 Mal gespielt. Dann kommen wir zu der letzten Karte, Cosmo Lichtschwert, kann man nur an ein Psychic Cosmo Monster anhängen. Es erhält, also hier auf Wikipedia steht Fragezeichen 0-100 Angriff, die meisten meinen es ist 500 Angriff, was sein kann, obwohl ich eher 900 erkenne. In dem Text, der ist halt noch ziemlich klein, aber 900 oder 800 oder sowas ist wahrscheinlich zu krass, also gehen wir mal davon aus, dass sie 500 ATK und Defense gibt und das Monster, das du damit ausrüstest, kann bis zu 2 Monster in dieser Battle Phase angreifen und da steht halt bis zu, weil manche haben gefragt, falls du ein Cosmo Monster ausrüstest, ob du dann den Gegner nicht mehr direkt angreifen kannst oder sowas, was natürlich immer noch geht, also du kannst angreifen und dann noch ein Monster angreifen oder zwei Monster, halt, weil da halt bis zu steht. Und es geht halt durch die Defense, was ziemlich gut ist für Bauernmädchen. Und dann ihr letzter Effekt ist, falls diese Karte vom Feld auf den Friedhof gelegt wird oder gelangt, wie auch immer, kannst du 800 Lebenspunkte zahlen. Also hier im Wiki-Ding steht immer noch Fragezeichen, aber da ist es schon eher zu erkennen, dass es 800 ist. Also kannst du 800 Lebenspunkte zahlen und dann die Karte zurück auf die Hand adden.
Und diesen Zurückholeffekt, der geht nur einmal runter, aber theoretisch kannst du dann das Lichtschwert wieder ausrüsten. Ist ein interessanter Effekt, haben sie sich nett ausgedacht, hauptsächlich wahrscheinlich für Bauernmädchen. Aber ich bin von der Karte nicht so überzeugt, wie die meisten anderen jetzt. Wüsste jetzt nicht unbedingt, in welchen Matchups das unbedingt helfen würde. Müsste ich mir nochmal genau anschauen, aber viele meinen halt zum Beispiel, MSCs nutzlos gegen die Karte, was nicht 100% korrekt ist. Es kommt halt drauf an, wann man MSC aktiviert. Zum Beispiel, wenn du angreifst mit Bauernmädchen und der Ausrüstung und der Gegner aktiviert MSC erst auf den Angriff, dann kannst du die halt zurück auf deine Hand holen, aber dein Bauernmädchen hat mit weniger ATK dann angegriffen. Dann stirbt es entweder oder du musst es banishen für ein größeres Monster. Also solche Faxen kann man halt machen. Und ich würde der Karte 6 von 10 Sternen geben. Oder vielleicht 6,5, aber sowas um den Dreh herum. Man muss halt bedenken, es ist eine Ausrüstung, sprich, man braucht noch ein anderes Monster damit. Vor allem nur ein Psychic-Type-Monster. Sprich, es kann öfters tot kommen. Klar kann man es suchen, was nicht schlecht ist. Aber ich finde es halt nur krass, wenn du halt alles Richtige dafür hast. Ansonsten zum Beispiel mit der Good Witch. Die kann einfach ihren Effekt nutzen und zubucken und dann über das Monster drüber laufen. Also ich finde es jetzt nicht so wichtig, spielentscheidend. Vor allem will man wahrscheinlich, denke ich, immer einen der Großen draußen haben. Deswegen halt von mir 6 von 10 Sternen. Also einmal spielt man die auf jeden Fall. Mehr wird man sehen. Mal schauen. Vielleicht kann ich auch vollkommen falsch liegen. Und die Karte wird überklasse und man wird die dreimal spielen. Auf jeden Fall waren das alle Cosmo-Karten. 9 aus dem nächsten Set. Die Mensch of Chaos. Also der Strohmann wird Ultra Rare sein. Der Level 8er wird Secret Rare sein. Lichtschwert und Wicked Witch sind Common. Und der 6er weiß ich noch nicht. Aber da der ja eh nicht so gut ist, spielt es wahrscheinlich eh keine Rolle. Die zwei besten sind halt Ultra und Secret Rare. Also wird auf jeden Fall teuer. Vor allem jetzt mit dem Preis von Farm Girl. Muss man halt schauen, wie das Preis-Leistungs-Verhältnis für einen ist. Ob man sich das leisten will. Ansonsten, ich finde, ziemlich guter Support wird dem Deck auf jeden Fall helfen und es wird in Zukunft wahrscheinlich ganz weit oben im Meta mitspielen. Ich bin gespannt auf das übernächste Meta-Ranking, weil dieses Meta-Ranking kommen die ja noch nicht raus und dann erst im nächsten. Also ich würde dem ganzen Cosmos-Support allgemein 8 von 10 Sternen geben. Ziemlich solide, nur eine Karte, die eher nutzlos ist. Ein paar Potenzialkarten und ein paar richtig krasse Karten, also 8 von 10, ziemlich guter Support. Vor allem, wenn man es mit Burning Abyss vergleicht. Der Support, den sie bekommen haben, ziemlich schlecht. Ich würde dem Burning Abyss Support, den sie als erstes bekommen haben, 6 bis 6,5 Sterne geben von 10. Also Cosmo auf jeden Fall viel krasser und wir werden sehen, was sie können. Ansonsten war es das auch schon wieder für heute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab. Checkt unsere Sponsoren ab und leidet nicht so viel.